Okay, gehen wir es an. Das ist jetzt ein Test zwischen dem Apple AppIdea und dem Google Nexus 9. In dem Test wird es nicht um technische Daten gehen, sondern rein um die Praxis. Das heißt, ich habe jetzt getestet, was für mich persönlich wichtig war, und da ist weniger das Fanboy-Gehabe, sondern eher, wie verhält sich das Tablet in der Praxis. Zum Einschalten der Geräte. Schauen wir mal, wie lange die zum Einschalten brauchen. Und das iPad ist schon hochgefahren. Und jetzt ist das Google ebenfalls hochgefahren. Ja, das war die Einschaltzeit der beiden Geräte. Das Google Nexus lässt sich mit einem ganz normalen Micro-USB-Stecker anschließen. Ich habe da das Kabel dazu. Es fühlt sich wirklich hochwertig und groß an. Und der Stecker ist auch für meine etwas festeren Hände gut zum Greifen. Das iPad setzt voll auf den Lightning. Der hat den Vorteil, dass man ihn beidseitig entstecken kann. Allerdings ist dieser Lightning wirklich fragil. Er fühlt sich an, als wenn er jeden Moment auseinanderbrechen würde. Und das ist aber auch nicht hilfreich. Bei der Datenübertragung mit USB habe ich festgestellt, dass das iPad in etwa halb so schnell ist wie das Nexus, weil die Daten irgendwie umgerechnet werden müssen und dann erst aufs iPad transferiert werden. So, die Übertragungsgeschwindigkeit ist beim Nexus doppelt so schnell über USB als beim iPad. Dieses Lightning-Kabel, wo man das nicht immer mit hat, das hat fast keiner daheim rumliegen. Wenn ich bei einem Kunden bin und das Tablet nachladen möchte, ist es kein Problem, denn jeder hat übers Handy einen normalen Micro-USB-Stecker daheim und ich kann das Tablet quasi überall aufladen, ohne dass ich daran denken muss, dass ich mein eigenes Kabel immer mitnehme. Die Sicherheit am PC. Da das Nexus-Gerät Drag and Drop unterstützt mit dem MTP-Transfer-Modus, ist damit überhaupt kein Problem. Es agiert absolut nicht mit anderen Programmen und ich kann das immer einsetzen. iTunes bei Apple hingegen hat den großen Nachteil, bei mir ist das so am PC, dass er schon fünfmal abgestürzt ist und einfach nicht mehr funktioniert. Man kommt an seine Daten nicht mehr ran, entweder iTunes stürzt komplett ab oder iTunes beeinflusst meine Firewall am heimischen PC so, dass diese Firewall nicht mehr funktioniert, wegen die Dienste im Hintergrund. Man muss sich das einmal anschauen. Von Bonjour über die automatischen Updates, man hat das nicht mehr im Griff und irgendwann einmal macht entweder der PC, die Firewall oder iTunes ein Update und dann funktioniert nichts mehr. Wie gesagt, bei mir ist das schon fünfmal passiert, dass iTunes mir einfach nicht mehr reinlässt, wobei jetzt schon wieder der Fall ist und diesmal nutzt das nicht einmal, dass ich iTunes neu installiere, sondern ich muss den ganzen PC neu installieren, weil mir iTunes so einen Wirbel reingebracht hat. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, die beiden Geräte über die Cloud zu organisieren. Dazu muss ich aber sagen, ich möchte das nicht, dass meine privaten Daten bzw. meine Firmendaten über Amiland auf mein Gerät transportiert werden und dazwischen von etlichen Geheimdiensten durchstöbert und durchforstet werden. Ja, zur Akkuleistung beider Geräte. Ich bin jetzt beim Nexus auf 84% und beim iPad auf 92%. Beide Geräte wurden circa vor 17 Stunden geladen und beide Geräte haben in etwa eine Stunde und 19 Minuten Laufzeit gehabt. Man sieht, die Akkuleistung ist beim iPad etwas besser als beim Google. Das Wichtigste an einem Tablet ist das Display. Und ich muss sagen, bei beiden Geräten ist das Display hochauflösend und reicht für einen Arbeitseinsatz locker aus. Die Reaktionszeit, Kalender. Einstellungen. Halt, das haben wir vertippt. Ebenfalls schnell, wenn ich zum Beispiel den PDF-Reader aufmache. Ebenfalls die zwei geben sich nichts. Einmal ist der eine schneller, dann der andere.
Es lässt sich recht flüssig arbeiten. Beide Geräte sind jetzt mit Wi-Fi verbunden. Ich vergleiche die App Stores. Einmal Apple App Store. Und wir suchen nach einem bestimmten Programm. Und zwar möchte ich gerne die GPS-Chips in diesen Geräten kontrollieren. Da suche ich mir noch ein GPS. Und suchen. Ebenfalls beim iPad suche nach GPS. Suchen. Okay, von der Geschwindigkeit her minimaler Unterschied. Wollen wir nicht Erbsen zählen. Und zwar ist da der GPS-Test, den ich haben möchte. Und beim iPad möchte ich ein adäquates Programm haben. Und jetzt dann suche ich da mal. Naja, bis jetzt ist kein adäquates Programm da. Und es sollte, wenn möglich, gratis sein. Habe ich recht hohe Ansprüche. Nee. Tun wir vielleicht GPS-Test. T hat gefällt. Test. So. GPS Catcher Free. Na, schaut schon einmal recht gut aus. Haben wir sonst noch irgendetwas? GPS Diagnostik und das kostet gleich mal schon wieder was. Na, bevor wir da jetzt ewig suchen. GPS Status Tool ATSB. Das wird das Falsche sein. Fangen wir von oben an. Was haben wir gesagt? Dieses da. Laden. Installieren. GPS-Test. Und öffnen. Schauen wir mal, wie lange da. Und öffnen. Oje, Werbung. Das möchte ich gar nicht haben. Nicht da. Error. Und GPS Cacher Free. Erlauben. Kann man sagen, das ist Sicherheit, allerdings ist das eher nervig. 3 von 5 zeigt er mir da an. Mehr nicht. Und wegen denen habe ich jetzt die ganze Tortur gemacht. Naja, okay. Soviel zum GPS. Das nächste möchte ich wissen, wie ist der Mond draußen heute? Und beim iPad möchte ich da jetzt gleich mal zeigen, wie die Anpassbarkeit geht. Da habe ich Widgets. Und ich kann zum Beispiel den Mond-Widget aufs iPad legen. Nova Launcher erstellen. Und ich habe den Mond drauf. Und jetzt raufdrück, öffnet sich die Mondeinstellung. Beim iPad habe ich ebenfalls ein kleines Programm. Standort geben wir mal nicht. Okay. iPad läuft wiederum nur in den Dings und der lädt die Mondphasen, warum auch immer der das nachladen muss. Beim iPad sieht man, da ist schon wieder Werbung drinnen. Beim Android gibt es sehr viele Programme auch ohne Werbung. Na, was ist da jetzt an? Ah, jetzt haben wir den Mond. Okay, jetzt haben wir ihn beim iPad und beim Android. Wobei beim Android kann ich ebenfalls den Mond, der im Hintergrund läuft, skalieren, das heißt, ich habe ihn immer am Bildschirm. Und mache ihn etwas größer. Und den habe ich als Widget, also als Hintergrundprogramm, immer am Bildschirm. Beim iPad bin ich da leider immer auf die
Apps angewiesen. Beide Geräte haben relativ gute Kameras, welche für einen Arbeitseinsatz ausreichen. Jedoch sind sie zu wenig, wenn man wirklich gute Fotos schießen möchte. Das iPad und das Nexus, da hat man die Kameras. Sie starten relativ schnell und reichen zum Beispiel, um ein Formular oder irgendetwas anderes papiermäßiges ins Tablet einzuscannen. Und mehr war allerdings nicht. Zur Haptik. Ich möchte jetzt gerne die Lagesensoren vorführen. Ja, das braucht immer so eine halbe Sekunde. Reaktionszeit. Das iPad reagiert beim Lagesensor etwas schneller. Ja, es reagiert ein klein wenig schneller. Die Schnelleinstellungen sind ebenfalls ein wichtiger Punkt, wobei Android in der 7er Version relativ eine gute Leiste hat, die noch dazu anpassbar ist, wohingegen das iPad nur eine starre Fixleiste hat, die sich nicht anpassen lässt. Allerdings sind da ebenfalls die wichtigsten Funktionen vorhanden. Ja, zu den Features, die ich benötige, sind zum einen auch beim Nexus das Tap-on-Tap, sprich wenn das Tablet aus ist, Doppeltap auf dem Bildschirm und das Ganze ist wieder da. Ausschalten kann ich es mit einer kleinen App. Halt, jetzt wird daneben getippt. Das ist sehr schwer hinter der Kamera, das Richtige zum Tippen. Das iPad unterstützt die Funktion nicht, sprich da habe ich, wenn ich es frühzeitig in Sleep-Modus setzen will, immer den Hauptschalter. Und wenn ich es aufwecken will, muss ich auf die Home-Taste drücken. Es ist etwas unangenehmer, weil Tap on Tap ist da relativ einfach. Ich brauche keinen mickrigen Hauptschalter mehr suchen, sondern einfach nur irgendwo auf dem Bildschirm doppelklicken und das Nexus fährt hoch, beziehungsweise schaltet sich aus dem Standby ein. Die Nachteile beider Geräte. Zum einen ist es die Notification-LED. Keines der Geräte hat eine. Der SD-Card-Reader ist ebenfalls bei keinem der Geräte vorhanden. Der Akku ist fix verbaut, wobei das haben fast alle Tablets heutzutage. Und die Knöpfe sind klein, speziell wenn man zum Haupteinschaltknopf beim iPad oder beim Nexus ist es dasselbe. Der ist versenkt und man findet den wirklich schwierig. Ja, das Fazit, meine Entscheidung als Kleinunternehmer war, ich nehme das Nexus, weil es die Vorteile einfach hat, ich schließe das zum PC und die Dateien lassen sich per Drag and Drop auf das Gerät transferieren bzw. vom Gerät wieder runter. Dieses iTunes, das unsägliche iTunes, ist wirklich das größte Problem beim iPad, denn ich kriege die Dateien zwar leicht drauf, allerdings nicht mehr runter, wenn ich ein PDF-Katalog runterhaben will, ist das kein Problem, dann sende ich den mit Dropbox oder mit E-Mail. Wenn ich allerdings 4 GB Daten runterhaben will, ist das ein enormes Problem beim iPad, die kriege ich nicht so einfach wieder runter. Beim Synchronisieren dasselbe, wenn ich die Fotos in die Tablets rein tue, es ist beim Nexus kein Problem, das unterstützt die Ordnerstruktur. Das iPad unterstützt keine Ordnerstruktur, sondern wenn ich da schon verschiedene Ordner vorsortiert habe am PC und die aufs iPad spiele, ja, das ist eine Katastrophe. Die legt das iPad ab, wie es braucht, aber nicht so, wie ich in die Ordner gehabt habe. Das nächste Problem ist beim iPad, ich kann das super über ein iTunes synchronisieren oder backuppen, aber sobald ich dieses iPad über 3-4 PCs synchronisieren möchte, funktioniert es nicht. Umgekehrt ist es auch wieder. Wenn ich 4 iPads mit einem PC synchronisieren will, funktioniert das ebenfalls extremst schlecht. Und ich habe diese Werte alle ausprobiert und sie lassen sich jederzeit reproduzieren. Und zwar, hoppala, ich habe da ein Messgerät, was die Messdaten gespeichert hat. Ja, das ist mein Pulsmesser, denn das iPad hat mich jedes Mal auf 180 gebracht mit diesen iTunes. Und ich kann wirklich an jeden abraten, die eine Firma hat und das Ganze praktisch nutzen will, ein iPad zu nehmen. Ja, für wen ist jetzt das iPad gut geeignet?
ich würde sagen, für Apple-Nutzer, die sowieso einen Apple-PC daheim haben und das Ganze mit dem PC synchronisieren oder gar keinen PC haben und dieses Tablet nur zum Konsumieren benutzen, der kann sich ruhig ein iPad kaufen, da ist nichts verloren. Es lassen sich Filme, es lassen sich Hörbücher und so weiter gleich komfortabel nutzen als wie beim Nexus. Ja, preislich ist da jetzt auch nicht mehr so viel Unterschied. In etwa 50 Euro ist das iPad teurer als das Nexus. Also wer nur konsumieren möchte, kann sich ruhig ans iPad wenden. Der macht damit ebenfalls so wenig falsch als wie mit dem Nexus.